This call will be monitored or recorded. Genial. Fall Prevention, Virginia speaking. May I have the reference number you're calling about, please? Ja, bitteschön. Guten Abend. Die Referenznummer, die habe ich leider nicht, aber dafür habe ich meine Telefonnummer, wenn Sie... I'm sorry? Ich hab gesagt, ich habe keine Referenznummer, aber ich habe da die Telefonnummer, wenn das okay ist. Are you responding to a phone message or a letter that you received? Nee, Telefon. Sie haben mich angerufen. On the telephone? Ja, richtig, genau. Okay, on the telephone they would have left you a reference number. Nee, haben sie nicht gemacht. Die haben mich einfach angerufen, haben sie nur gesagt, ja, also ich sollte sie zurückrufen zu jeder Zeit und mache ich ja jetzt gerade. I apologize, sir, but I don't speak the language that you're speaking. What language are you speaking? Wieso, welche Sprache? Germany. German? Okay. Genau, richtig, ja. Okay. Aber verstehen kann ich sie schon. Do you need a translator? Ja, okay. Ja, von mir aus. Ja, okay. Also. Let me see if I can get a translator. Okay. A German, correct? Ja, richtig, genau. Okay, hold on a moment. Hello, thank you for holding, sir. I have Miriam on the line, German interpreter. She will assist us. Go ahead, please. Ja, gut, super. Okay. Ja, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, hallo. Grüße Sie. Ja, was Sie für mich tun? Weiß ich nicht. Was kann ich für Sie tun? Ich habe vorhin Anruf von Ihnen bekommen. Was? Oh, okay. Ja, Sie haben mich also vorhin. Ja? Ja, Sie haben mich also vorhin angerufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Verarschung war oder was weiß ich, aber Sie haben mich angerufen und haben also weiter dann mit mir am Telefon gequatscht. Hab irgendwas gesagt, mit dass ich Ihnen Geld schulde oder irgend sowas. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, was kann ich denn da machen? Ich weiß gar nicht, wer Sie sind und bin ich hier jetzt richtig verbunden? Ich meine, Sie haben mich ja vorhin angerufen. Okay, einen Moment. The gentleman said that I said, what can we do for you? He said, I don't know, what can you do for me? Because he received a call from Chase, and he doesn't know, but he didn't want to talk to them because he wasn't sure that it is Chase. Because somebody said, this is Chase. Okay. Nee, haben sie nicht gesagt. So ja, die haben gesagt, die wären von dieser Chase-Firma. Aber Moment, ich habe also nicht gesagt, dass ich nicht mit denen sprechen wollte. Ich habe nur gesagt, dass ich natürlich... ich wusste nicht, wer sie wären und die haben mir gesagt, dass ich ihnen Geld schulde oder irgend sowas. Haben Sie gesagt, dass Sie haben Geld schulde oder nicht? Nee, ich habe keine Geldschulden, ich weiß von nichts, ne? Ich habe natürlich keine Geldschulden, also nicht von dem, was ich weiß, aber Sie haben mich ja angerufen und haben ihnen gesagt, also dass ich ihnen Geld schulde. Also würde ich das jetzt ganz schnell mal gerne klären mit euch, ne? Haben Sie ein Telefonnummer von den Leuten, die haben Ihnen angerufen? Richtig, nee, ich habe meine Telefonnummer. Nein, Ihre Telefonnummer. Okay, so the gentleman doesn't know what they wanted from him, basically. Okay, so how did he get this phone number to call? Warum haben Sie diese Nummer angerufen? Ja, das habe ich verstanden. Also Sie kann ich perfekt verstehen. Also ich kann es nicht reden. Ich kann kein Englisch reden, aber verstehen kann ich, kein Problem. Also die Sache... Irgendwer von Chase hat Ihnen angerufen. Genau, und, ja. Und nein, die Frau fragt, warum haben Sie diese Nummer angerufen? Sie haben eine Chase-Nummer gefunden und das ist Chase. Warum haben Sie diese Nummer angerufen? Weil die Frau, mit der ich oder vorhin Sie gesprochen habe, nee, ich hab mit der Frau vorhin gesprochen und die hat gesagt, also rufen Sie mich bitte zurück auf dieser Telefonnummer um so und so viel Uhr. Die haben das sogar auf Deutsch gesagt, aber... Ja, okay, she said he was given that number to call by somebody who even spoke German. Okay. So he was given that number. Okay. All right, because at this department, what we do is process credit card applications. Uh-huh. So if he has a reference number or I can assist him, did he recently apply for a Chase credit card? Nee, habe ich auf keinen haben Fall gemacht. Nee, ich habe es schon verstanden. Ist kein Problem. Aber habe ich auf keinen. No, he did not apply for a Chase. Sie haben nicht keine Kreditkarte gegeben. Nee, habe ich nicht. Ich habe nichts anbeworben, aber Sie haben mir ein Angebot gemacht heute Morgen. Und natürlich weiß ich ja nicht, ne? Hellwette, habe ich gesagt. Hellwette. Und Sie willen es oder Sie willen es nicht? Ja, doch klar, ich bin damit einverstanden. Also ich wäre damit mehr als zufrieden, wenn ich hier eine Kreditkarte bekommen könnte in diesem Land. Das wäre ja genial. Heißt es, das ist richtig, weil diese Abteilung, wo Sie jetzt befinden sich, ist das eine Abteilung für Kreditkarten? Ja, genau, richtig. Falls ja, gut, Sie will eine Kreditkarte. Ich würde ganz gerne eine Karte haben. Sag der Frau, ich würde das ganz gerne machen.
Okay, yes, he would like to apply for a credit card. Oh, no. Okay, then let me explain something first before we continue. Mm-hmm. And if you'll also advise him that the call may be monitored or recorded. Okay, a customer would call us if there's already an existing application. I don't have the ability to process an application for a customer, but I also would like to know if he recently opened up a checking account at a Chase Bank branch. Habe ich nicht. Würde ich aber gerne machen. Ich überlege, ob ich das jetzt mache. Wird das jetzt einen Unterschied machen, wenn ich das mache? Das ist ein falsches Platz. Falls Sie haben schon eine Kreditkarte gebeten und Sie haben die Nummer von ihr, von dem, dann kann sie Ihnen helfen. Aber so eine neue Karte anfangen kann sie nicht. Kann sie das nicht. Das ist sowieso ein falsches Telefon. Nein. Ja, wen rufe ich denn da falls an? Sie haben schon, falls Sie, oh, what is the telephone number where he can apply for a Chase card? Where he can apply by phone? Yeah, that's what he means. What's okay, the phone number to where he can apply by phone would be 1-800-347. Moment, 1-800-347, ja? Ja, ich werde Ihnen sagen, ich werde Ihnen alles sagen. 347-8887. 7-8-8-7. Ja. Ist es 800? Ja, 1-800-347-7-8-8-7 habe ich schon, ja, genau. Ja. Bitte ja, schön, klar. Rufen Sie an mit Ihrer ja, Social Security. Ja, ich rufe da an. Frag mal und die Alte da jetzt. Frag die mal, ob die was zu essen haben will. Entschuldigung? Ja, frag mal die Frau. Frag mal die Frau, ob sie was zu essen haben will. Oh, okay. Jetzt, falls Sie wollen eine Kreditkarte von Chase bekommen, müssen Sie diese Nummer anrufen. Aber nicht. Ich wollte, dass Sie das jetzt übersetzen für mich. Sag bitte der Frau, ich wäre total verliebt in Sie und würde Sie gerne zum Essen einladen. He says, I mean, take it or leave it, I'm translating what he told me, that he's totally in love with you and he would like to invite you for dinner. He's funny. Well, thank you for the compliment. Okay. Das war jetzt and ja, you have a nice new ja, year. Ja. Moment mal, das war jetzt ja, thank you. Totale Verarschung, aber ist sie damit jetzt nicht einverstanden? Ja. Ja. And thank you for using Network Omni. Thank you. Goodbye. Ja, wieso ist sie denn jetzt nicht einverstanden damit? Hallo?